Herzlich willkommen zurück bei der 7. Folge von Anno 1800. Bei uns ist einiges passiert in der ganz kurzen Zwischenzeit zwischen diesen beiden Folgen. Nämlich zum einen haben wir das Ganze hier angeschmissen. Das ist im Endeffekt nicht wirklich viel passiert. Aber was passiert ist, ist, es wurde ein weiteres Schiff constructed, was jetzt hier steht. Unser wunderbares Linienschiff, unser ganzer Stolz. Und unsere Expedition hat sich wieder gemeldet. Das heißt, da gibt es wieder einen Zwischenfall, wo wir uns kurz einmischen müssen. 5% Bonuschance ist nicht viel, aber immerhin hatten wir irgendwas. Und das hat sich jetzt auch nicht mega negativ ausgewirkt. Insofern alles easy. Gut, hier die Produktion sollte anlaufen. Der Clipper fährt. Das ist nicht unser Clipper. Wo ist unser Clipper? Unser Clipper lädt gerade ein. Hat also schon, das erste Fleisch und auch die ersten Paprika angebracht. Super. Das funktioniert also. Das freut mich schon mal. Sah jetzt aber gerade so aus, als würden wir generell eher ein Minus an Kleidung machen. Ja, machen wir auch. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Kleidungsmacher und eine weitere Wollerei. Eine weitere Schäferei wahrscheinlich. Einfach so. Bauen wir so rum auf, dann können die direkt hier dran liefern und die liefern dann hier dran. Und das ist sowieso schon heillos überfordert. Das heißt, dem könnten wir eigentlich hier auch mal einfach, weil wir es können, kostet ja nicht viel, ne? Einfach noch eins zur Seite stellen. Das hilft dem Ganzen dann auch ein bisschen zu entschleunigen. Und jetzt sehen wir hier auch schon, nee, sehen wir doch nicht, hab mich getäuscht. Ich dachte, wir würden schon sehen, wie sich hier die Schiffe an dem einen Hafen irgendwie im Wege stehen, aber da habe ich mich getäuscht. So, gucken wir hier nochmal rein. Habe ich nämlich schon wieder vergessen, obwohl ich gerade am Stück am Aufnehmen bin, die zwei Folgen hier. Was wir brauchen, Hunting und so. Pff, Hunting haben wir halt gar nichts im Moment. Wir müssen jetzt irgendwie mal Glück haben, dass hier was Schönes für Hunting im Angebot ist, was wir uns auch leisten können. Crafting. Jo, der ist natürlich ein geiler Typ, ne? Aber den jetzt zu kaufen... Ah, wobei, ne? Der Truckboatman, der hat schon was. Gut, der hat gar nichts. Hier gibt's noch immer ganz nette Items. Das wäre natürlich jetzt Premium. Da würde ich auch eher das Geld für ausgeben. Komm, wo ist unser... Segel mal hier rüber. Können wir auch mal die Quest einfach nochmal annehmen vom Archie. Da sollen wir auch... Ach, guck mal, da sollen wir direkt 33 Tonnen Steine mitbringen. Das können wir auch direkt machen. Dann segeln wir darüber, schließen da die Quest direkt mit ab, kriegen ein bisschen Geld, geben auch sehr, sehr viel Geld aus, aber das müssen wir dann einfach mal annehmen. Und da fährt doch auch ein Sonder... Ja, genau. Du sammelst dann noch das auf dem Weg ein. Wir versuchen jetzt irgendwie das zu rechtfertigen, dass wir uns jetzt gleich ein teures Item kaufen. Was wollte der 33 Tonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe? Gucken wir aber nochmal nach sofort. Er wollte 33 Tonnen. Sehr schön. Dann segeln wir jetzt rüber, weil dann kriegen wir jetzt gleich auch die Notification, wenn wir es quasi abliefern können. Und auch hier eine Lieferquest. 9 Tonnen Seile, da sehe ich, 9 Tonnen Dings, da sehe ich mich aber auf jeden Fall. Ich baue mir schon mal einen weiteren Clipper auf jeden Fall, weil wir den noch für die neue Welt brauchen werden. Wobei es da auch risikobehaftet ist, da einfach normal zu fahren, weil, so Piraten gibt es da halt in der neuen Welt auch. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass da nichts schief geht. Und wir können schon wieder so viele Quests annehmen. Ah ja, guck mal, den hätte ich zum Beispiel einfach gern. Für eine einfache... Ja, guck mal, 12 Tonnen Bricks ist ja... Also, ist ja nichts. Ah ja, guck mal, hier ist auch noch unser Clipper für die Eskorte. Die hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ja, ich bin bereit dafür und jetzt beschützt das. Und wenn wir jetzt ein weiteres Schiff haben, hätten, dann könnten wir jetzt direkt noch weiterfahren. Aber so sind jetzt alle außer unser Linienschiff ausgelastet. Aber ich meine, das kann ja auch so ein paar Waren transportieren. Soll ich mal nicht so anstellen, nicht? Okay, es fehlt dann Eisen. Gut. Können wir hier noch mehr Eisen produzieren? Nein. Können wir hier Eisen produzieren? Ja.
dann lass uns doch hier noch eine Eisenmine bauen. Wir könnten dann die Produktion tatsächlich, was wir gerade eben da hinten gebaut haben, könnten wir überlegen, ob wir das alles hier rüber verlagern, ob wir hier quasi alles produzieren. Wobei, das könnte sein, dass das schon die nächste Arbeitskraft wieder ist. Was brauchen wir hier für Arbeitskraft? Artisanen? Ah ja, okay, dann geht das nicht. Das heißt, wir produzieren auf der Insel hier jetzt auch noch Eisen, was wir dann auch mit rüber transportieren. Das heißt, wir produzieren alles hier und bringen dann alles einfach rüber. Es ist natürlich super ineffizient. Ja, die können wir halt auch nicht aufsteigen lassen, ne? Und das wäre mir jetzt echt zu viel, das quasi dafür auszubauen. Das wäre echt unnötig jetzt. Oh, warte mal. Hinterher noch, ne? Da ist noch eins. Und das greift gerade das zu eskortierende Schiff an. Das wollen wir aber nicht haben. Und unsere Expedition meldet sich wieder. Das heißt, heute, ich sehe uns, heute kommen wir in die neue Welt. Diesmal kommen wir ran. Ich lese das jetzt alles nicht so vor, sondern wir gucken einfach immer, wo wir die besten Stats haben, um das Ganze abzuschließen. Kommen wir da irgendwie schneller hinterher? Nee, ne? Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, okay, wir können aber schießen. Dadurch wird das Schiff ja auch wieder langsamer. Aber dann sollten wir eigentlich aufholen können. So, was waren das? 12 Tonnen Bricks und 9 Tonnen Segel lädst du jetzt ein. Hoppala. Ja, machen wir die 2 so. Und dann machst du noch 9 Tonnen Segel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, da wird aber auch fleißig Segel bei uns gekauft, sehe ich gerade. Ist ja angenehm. Gerne, gerne, ne? Also immer weiter Segel kaufen fleißig bei uns. Wir haben die im Angebot. Wir machen auch die besten Segel auf jeden Fall hier auf der ganzen Karte. So, wie sieht's sonst aus? Fleischwurst sind wir mittlerweile gut, Brot sind wir mittlerweile gut. Aber seht ihr, da ist es wieder. Die Mühlen, die arbeiten nicht auf der richtigen Effektivität, weil sonst dürfte hier nicht mehr Mehl verbraucht worden sein, als wir Brot quasi herstellen, sondern es hätte auf null rausgehen müssen. Das geht es aber nicht. Ha. Faszinierend. Naja. Egal, soll uns jetzt nicht weiter stören. Aber die Nähmaschinen. Haben wir 2 Nähmaschinenfabriken? Nee, nur eine, ne? Und die produziert so viele, dass wir 48 Nähmaschinen auf Lager haben. Eieiei. Ja, und du hast kein Eisen, das wissen wir. Wir könnten jetzt erstmal quasi sagen, wir lassen hier mal 2 Hochöfen pausieren, weil wir haben, sagen wir mal, wir haben gut was im Vorrat mittlerweile. Und hier sind wir jetzt auch sofort. Da haben wir jetzt aber nicht mehr das, was ich haben wollte. Schade. Einmal durchwürfeln? Nee, immer noch nicht. Sollen wir noch einmal 10.000 kostet, ne? Nee. Aber dann bleibt mein Flaggschiff jetzt mal kurz ein bisschen da. Und dann wird das schon. So. Du eskortierst jetzt einfach nicht mehr weiter. Du kommst jetzt erstmal wieder heim und lieferst mal deine Waren ab, die du hast. Und hier sind wir schon wieder vollgelaufen. Gut, an Holz nur, ne? Ja, ich bin ready. Okay, er ist quite penetrated. Okay, okay, gut. Wenn er meint. Jedem das Seine, nicht? Okay, und hier, also der Schnaps reicht gerade noch so. Wir könnten jetzt auf unserer Handelsroute hier mal noch so, laden wir mal 2 mehr ein. Das schadet unserer Hauptinsel nicht, tut aber unserer Nebeninsel gut. Dann können die auch so ein bisschen was aufbauen an Sicherheit. Und wir müssen jetzt hier natürlich auch einstellen. Also wir müssen hier alles immer ausladen, nicht nur das. Und wir wollen dann quasi hier einladen. Nämlich das Eisen und wollen das hier auch wieder ausladen. So, da kommt es jetzt zu Problemen, sobald bei irgendeinem von den beiden Materialien der Stock voll ist. Ich hoffe, das wird nicht passieren, weil sonst haben wir wirklich ein Problemchen. Aber Daumen drücken, das wird schon schief gehen. So, hier die Produktion läuft fleißig und munter. Ist nicht viel dann immer da, aber ein bisschen was. Wieso gibt es doppelt so viel Paprika wie, hä? Die produzieren doch auf derselben Geschwindigkeit, oder nicht? Die haben ja zum Beispiel auch überhaupt keinen Sinn. Warum? Der hat jetzt 4 Paprika und 2 Beef. Also es müsste jetzt ein verdammter Zufall gewesen sein, wenn das jetzt irgendwie wirklich zufällig wäre. Und hat jetzt auch Eisen. Wunderbar. Hier ist der nächste Clipper. Und ich hätte gerne noch so ein Linienschiff, aber
Linienschiffe. Aktuell sehr, sehr teuer. So, hier oben haben wir auch eingesammelt. Gibt es jetzt hier was Schönes? Force und Crafting. Navigation, Force, Naval Power. Die gönnen wir uns auf jeden Fall. Die ist cool. Die mag ich gern. Schauen wir mal hier. Gibt es hier jetzt schon wieder was Neues? Nee, da war noch nicht neu würfeln, billig. Okay. Kahina. Aber die gibt es eh nur Kacke. Also nichts, was für Expeditionen geeignet ist. Sagen wir es so. Nicht nur Kacke. So, jetzt hier schnell handeln, bevor die verschwindet. Die hätte ich gerne. Zack. Und dafür würde ich gerne auch noch eine Quest abgeben, damit ich nicht so viel Minus mache hier. Ist das gestattet? Yes, they have. 7000, gut. Sind wir mit Minus von 18.000 oder so rausgegangen. Ist aber egal. Wir haben eine weitere gute Crewmatin, die wir auf die nächste Expedition mitschicken können. Die dann nach Kap Trelawney geht. Aha, hier geht's weiter bei unserer Expedition. Plus 10%, plus 35%. Was werden wir wohl wählen? Hier machen wir nochmal, zack, plus 5%. Und trotzdem ist es alles ein bisschen runtergegangen. Eieiei. So, ihr könnt... Aha! Ich wollte gerade schon sagen, wir könnten jetzt langsam mal fertig sein hier mit der Expedition. Und schon sind wir fertig mit der Expedition. Wir sind jetzt in der neuen Welt angekommen. Und ihr seht schon, sieht jetzt alles ein bisschen fancier aus. Also ein bisschen Südamerika-Style. Ja, wir haben jetzt auch hier eine zoologische Expedition noch vorgeschlagen gekriegt. Das werden wir jetzt mal gekonnt ignorieren. Und hier gibt es ganz andere Sachen, wie beispielsweise Bananen und so weiter und so fort. Und es gibt hier diese Isabel Samento, die stellt uns jetzt netterweise so einen Clipper zur Verfügung mit erstmal ein paar Ressourcen drauf. Wir müssen also jetzt hier erstmal ein bisschen erkunden, was es hier so an Inseln gibt, weil wir brauchen eigentlich, also erstmal brauchen wir Bananen für die Grundversorgung. Dann brauchen wir auf jeden Fall Zuckerrohr noch, das ist wichtig. Dann bräuchten wir auch noch das hier, Cotton, und Mais wäre auch noch gut. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles auf einer Insel kriegen. Da bin ich auch gar nicht böse, wenn das so ist. Weil das wäre verdammt lucky, so eine Insel zu ziehen. Aber so zwei Inseln, die sich irgendwie nah sind, wäre schon was Schönes. So, du wachst dich echt hier? Hier? Okay. So, und dir wollen wir noch 12 Tonnen Stein liefern, während wir hier die neue Welt jetzt erstmal fleißig erkunden müssen. Was es hier so gibt. Da gibt es keine Bananen drauf. Oh, und was ist das denn für eine Insel, Alter? Da kann man ja nur Öl produzieren. Und dann natürlich optimalerweise noch mit einem Pendlerkai mit einem Einflussbonus hier. Den Expansion, den müssen wir irgendwie mal erreichen, dass wir auf jedem Island erstmal plus 50 Workforce haben. Das sieht nach einer guten Insel aus. Die sieht anständig aus. Die ist aber nicht groß. Das ist schon wieder ärgerlich. Okay, was haben wir hier? Okay. Wofür brauchen wir das Zuckerrohr? Zuckerrohr brauchen wir, glaube ich, für Rum. Das heißt, Rum wäre jetzt aber essentiell. Also Zuckerrohr brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann den Cotton brauchen wir später für die Mäntel. Oder wie die heißen. Also es sind Mäntel, ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißen. Aber das brauchen wir erst ein bisschen später. Das heißt... Im Zweifelsfall, das hier sieht auch nach einer guten Insel aus. Mal sehen. Also hier, das ist ja, deckt sich ja genau mit dem hier. Und die hier ist auch stark. Also es ist viel Flüsse, ne? Aber das ist hier halt leider in der neuen Welt so. Und da ist die deutlich schwächer als die, die wir gerade eben hatten. Wir können, glaube ich, den Clipper schon mal in die Richtung hier schicken. Hier ist ein solider Ort, um zu siedeln. Ich bin gerade nur am Überlegen. Hier siedeln wäre vielleicht nicht schlecht. Hier, nee, hier ist schon am besten. Wir fahren damit jetzt einfach mal wieder hoch. Fahren hiermit jetzt noch einmal quer. Und das sieht ja gut aus, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr Geld so. Statt, also Aufstandswahrscheinlichkeit schön, aber... Ne? So. Gucken wir nochmal in der alten Welt vorbei, ob wir hier was Schönes kaufen können. Nee, aber wir müssen reshuffeln können, jawohl. Ja, das wollte ich doch haben. So. Das wunderbare Fernrohr.
Das ist perfekt für die Quest eigentlich. Die hat Hunting, das hat Navigation und ist an sich eigentlich auch ein ganz cooles Item, was man später auf jeden Fall noch brauchen kann. So, das kaufen wir uns jetzt auch und werden damit jetzt auch erstmal zu unserem Haupthafen wieder zurückfahren. Da haben wir jetzt auch noch den Smooth hier da gekriegt. Also wir haben jetzt mittlerweile schon mal ein paar Items, mit denen wir arbeiten können. Nicht alles die Top-Items, sag ich mal, für das, was jetzt irgendwelche besonderen Quests angeht. Aber es sind solide Items, die wir jetzt haben, mit denen wir zumindest mal... Sag mir bitte nicht, dass er... Wo wurde gesettelt? Da wurde gesettelt. Okay, das ist in Ordnung für mich. Hier, die Insel ist gut. Die ist gut. Kann man da auch gut drauf bauen? Da kann man auch ordentlich drauf bauen. Wir gehen nach da unten. Wir haben dann zwar noch einen Riesenweg durch die Welt vor uns, aber hier haben wir Mai. Hier haben wir, das ist ja optimal. Also besser geht... Übersehe ich gerade was? Also das ist ja fast so schön, um wahr zu sein hier. Okay, in der alten Welt kann ruhig mal ein bisschen Chip on the Tag sein. Wenn es in der neuen Welt ist, ist es immer ärgerlich. Und gerade wenn man dann den Clipper verliert, mit dem man quasi siedeln sollte, beziehungsweise gründen, also sein... Ja, super. Wir kriegen jetzt verschiedene Arten von Expeditionen. Hier können wir zum Beispiel so Experten bekommen, wie wir sie jetzt auch hier in den Items haben. Also da werden wir alles mal gucken müssen. Aber ich würde natürlich noch gern in die... nach Cap Twaloni früh rein, weil... da ist es wirklich so, wer als erstes da ist, der kriegt halt die dicke Insel. Also da gibt es quasi eine Insel im Norden, die sehr, sehr gut mit Ressourcen versorgt ist. Der Rest, ja, sind halt Inseln, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe Cap Twaloni auch noch nichts gebaut, außer einen Kontor bisher. Aber das hat auch gereicht, damit ich das dicke Ding hatte. So, und du kannst jetzt auch dich einmal wieder in die alte Welt verziehen, weil du hast nichts mehr dabei, was wir brauchen könnten. Und wir sollten unseren Kontor eigentlich hier oben bauen. Einfach nur, weil das platzsparend ist, wenn wir hier dran gehen. Und wir sparen uns so ein paar Meter wenigstens. Warum dürfen wir nicht... Müssen wir nur ein... Darf man da nicht bauen? Müssen wir ein bisschen südlicher fahren? Ja, okay. Da können wir jetzt Kontor... Nein, stopp! Nicht so weit südlich. Ach, wieso auch eigentlich nicht? Können wir auch da bauen. So, zack! Und damit haben wir eine... neue Insel in der neuen Welt besiedelt und schicken auch den Clipper jetzt erstmal zurück in die alte Welt. Und jetzt sorgen wir einmal dafür, damit wir hier ein bisschen Starthilfe geben, würde ich mal sagen. Schnappen wir uns jetzt unseren Clipper hier. Oder wir können noch eine Fregatte nehmen, dann wäre die wenigstens ein bisschen gegen Piraten geschützt. Nehmen wir eine Fregatte. Dann kann der Clipper nochmal da bleiben. Kommen wir zurück hier. Und werden mal ein paar Ressourcen, so ein paar Bricks und so, auch nochmal runterschippen. Kann man da auch produzieren. Wenn wir aber jetzt so ein bisschen Starthilfe geben, ist, glaube ich, nicht schlecht. So, so, so. Das sollte erstmal reichen für einen Anfang. Und zack, ab mit dir in die neue Welt. Wobei wir dich auch gut für die Expedition gebraucht hätten gleich. Aber dann schicken wir halt das Linienschiff gleich. So. Und da werden wir uns jetzt mal ein bisschen drauf fokussieren, dass wir hier was bauen. Natürlich brauchen wir hier auch... Bevölkerung, wie wir es auch überall anders brauchen. Wir gehen in den Blaupausenmodus, weil sonst passiert hier ganz schnell ganz viel Quatsch, was wir alles nicht haben wollen. Weil das ist, also gerade beim Stadtbau muss ich sagen, da lieber erstmal im Blaupausenmodus, weil am Ende hat man sich, wie ich jetzt gerade hier, um einen Block verbaut und dann muss man nochmal einen ganzen Block an Häusern abreißen und das wäre einfach ärgerlich. Da war jetzt das perfekte Beispiel, obwohl ich das gar nicht wollte. Und da wir hier unten eh nur Stadt bauen, werden wir jetzt hier mal ein wenig roden, um einen besseren Übersicht zu kriegen. Weil ich finde das echt anstrengend hier in der neuen Welt, dass man überhaupt nicht sieht, was man irgendwie wie bauen kann. Jetzt haben wir zumindest mal einen groben Überblick, was wir machen können. So, und jetzt kopieren wir uns das hier nochmal und setzen nochmal 1, 2, 3 und dann noch einmal in die andere Richtung. 1, 2, 3. Damit haben wir jetzt erstmal so eine Grundbevölkerung, die wir dann gleich erstmal mit so den Grundbedürfnissen wie Essen versorgen können.
Und dann schauen wir von da an weiter. Was wir auf jeden Fall auch noch machen sollten, damit das Ganze hier auch möglichst selbstständig bleibt, ist natürlich auch hier irgendwie irgendwas mit Holz, ne? Also irgendwie mal ein paar Holzfäller. So, zack, 2, 3. Und wir lassen die Holzfäller lassen wir direkt wieder da dran liefern. Bauen wir sie so auf. Dann liefert der Holzfäller da dran, der Holzfäller hier dran und der letzte Holzfäller liefert natürlich an den dritten. Das upgraden wir mit unseren Bevölkerungsdudes, die auch ein bisschen brauchen, um einzuziehen, weil wenn man die errichtet, dann ist da erstmal nur einer drin und so weiter und so fort. Also das kann sich echt ziehen hier unten im... Ich dachte gerade, wir hätten jetzt schon wieder verkackt. Aber nee, haben wir nicht. Ausnahmsweise nicht. Und das sieht auch ganz gut aus. Vielleicht kann er sogar 100% kriegen. Das wäre wichtig. Und ihr seht schon, die wir zurückgeschickt haben, um in die alte Welt zu kommen, die sind noch nicht aus der neuen Welt raus. Und die müssen dann noch in die Welt rein. Also das zieht sich alles ein bisschen. So, da kommt unser Linienschiff. Wunderbar. Und unser Linienschiff wird, glaube ich, unser Expeditionsschiff für unsere Sunken Treasures Expedition. So, unsere Moral weisen wir dazu und Items nehmen wir mit. Das hier. Haben wir was für Diplomatie? Ich würde gerne die auch noch mitnehmen. Sicher ist sicher. Essen nehmen wir mit. Fisch nehmen wir mit. Diplomatie. Diplomatie haben wir jetzt nichts. Doch, da. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Was könnte uns noch helfen? Gucken wir mal, was uns noch Diplomatie hilft. Vielleicht ein bisschen Bier? Ja, Bier hilft bei Diplomatie, natürlich. Wer kennt's nicht? Und dann nehmen wir sie trotzdem noch mit. Im Zweifelsfall werfen wir sie über Bord, wenn wir sie dann doch nicht brauchen. Aber dann kann unser Gorgon sich hier auf den Weg machen. Schon mal nach Kap Tuloni. So. Und hier wollten wir doch eigentlich... Nee, das haben wir alles schon beladen, ne? So, dich setzen wir erstmal wieder weg, Flaggschiff. Und was wollte ich jetzt gerade noch überprüfen? Weiß ich nicht mehr. Das wird fertig gemacht und fährt dann von selbst los. Und hier haben wir jetzt mittlerweile auch gut was an Arbeitskraft gesammelt. Das heißt, die wollen jetzt gleich auch was zu essen. Wir sorgen jetzt aber erstmal dafür, dass wir hier unsere Holzproduktion ein bisschen stärker machen und können schon mal anfangen, hier zu planen. Deshalb meine ich auch nicht so schlimm. Wir können hier noch unsere Fischöl-Sammler... Ich weiß nicht genau, wie man das macht, hinbauen und dann bauen wir hier jeweils auch noch einen Verarbeiter hin, weil die machen nämlich dann aus dem Fischöl und aus den Bananen, die wir hier noch zur Verfügung stellen, machen die dann nämlich gebackene Bananen oder so. Weiß nicht genau, was die da draus machen, aber ist bestimmt lecker. So. 128, wunderbar. Wir begrenzen uns nicht zu weit nach hinten, also hinten ist auch noch Platz, damit wir da später auch noch hier an die Ölfelder drankommen, weil die werden im lateren Game auf jeden Fall noch eine riesige Rolle spielen. Und sobald dann hier ein bisschen mehr Holz da ist, können wir hier auf jeden Fall auch mal ausbauen, beziehungsweise vielleicht können wir hiermit schon mal anfangen. So, ja, okay, eins konnten wir schon bauen. Brauchen wir hier 6 Holz, was brauchen wir hierfür? Auch nochmal 2 Holz nur. Ui, das geht ja. Das geht ja klar. Aber wir dürfen hier natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt brauchen wir hier diese Mäntel. Und die Mäntel, dafür brauchen wir Verschiedenes. Wir brauchen für die Mäntel zum einen das hier, nämlich so ein bisschen Fell, was wir hier nicht auf der Insel haben, hier nicht auf der Insel. Hier hätten wir es beispielsweise, das wäre vielleicht eh ganz gut, weil wir da auch noch Trauben hätten. Da sollten wir uns mal auf den Weg machen, dass wir die jetzt sofort besiedeln. Das heißt, wir werden eine weitere Insel kriegen dadurch... Vielleicht schon hier so ein Einflussbonus. Ich bin mir nicht sicher, wann wir das im Endeffekt wirklich kriegen schon. Weil das wäre schön, weil dann haben wir auf jeder Insel von jeder Arbeitskraft, also von jeder Arbeitsstufe, schon mal ein bisschen was an Arbeitskraft. Was natürlich nicht schlecht ist für einen Anfang. So, und davon brauchen wir 8, wenn ich richtig bin. So, die schicken wir schon mal rüber. Und um dann gleich direkt richtig loslegen zu können, beziehungsweise, da wollen wir eigentlich noch gar nicht richtig loslegen, ne? Ja, wir brauchen, glaube ich, noch keine Unterstützung zu schicken. Das sollte so erstmal noch passen. Hier kommt hier immer noch genug Schnaps an. Yo, das passt jetzt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und hier hinten, die Produktion läuft ja mittlerweile auch wunderbar. Sehr schön, das freut mich sehr.
Hier ist halt noch kein Varieté. Ein Varieté könnten wir noch bauen. Das können wir uns auch schon leisten, weil wir schon fleißig Windows am, also Fenster am Produzieren sind. Was braucht denn ein Varieté für einen Platz? Also vier Häuser müssten wir dafür versetzen. Das heißt, die schnappen wir uns jetzt einfach mal, die vier, weil die jetzt schön zentral liegen. Und verlagern die jetzt mal in den Außenbezirk. Das eine würde jetzt verfallen, weil es keine Verbindung zur Straße hat, so. Und dann könnten wir hier jetzt das Varieté reinplatzieren. Ja, machen wir doch. Oh, das müssen wir noch kurz gucken. Was ist hier los? Was ist denn das für ein Noob-Bashing hier? Einfach alle auf mein Flaggschiff. Ich habe auch kein Kriegsschiff hier mehr. Das wäre jetzt schon ärgerlich, wenn das jetzt versenken würde. Okay, eins haben wir versenkt, aber das andere werden wir nicht down kriegen. Ich glaube, wir gehen down mit unserem Flaggschiff. Was wir noch. Also, wir schaffen es, glaube ich, auch nicht in den Heimathafen. Vielleicht schaffen wir es noch, unsere Ressourcen hier hinten abzuliefern. Vielleicht verzieht sich auch das andere Schiff. Nee, das sieht nicht gut aus. Die wollen sich auf jeden Fall nicht verziehen. Okay, wir versuchen jetzt mal unser Flaggschiff ein bisschen zu stressen. Weil wir müssen ja wirklich nur noch kurz den... Ah, den Kontor bauen. Dann ist ja alles gut, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Noch ein, zwei Hits und unser Schiff ist down. Da ist der nächste Hit. Es lebt noch gerade so. Da fliegen die nächsten Kanonenkugeln. Das wird es nicht schaffen. Nee, hat es nicht geschafft. Hat es leider nicht geschafft. Das ist ärgerlich. Oh, Sir Archibald Blake bietet uns ein neues an. Hier bin ich aber falsch beim Sir Archibald. Sir Archibald steckt hier hinten. Was können wir, wie teuer ist denn das? Pickup Quest. Oh ja, komm, machen wir einfach mal, bieten wir mal an. Was kostet das denn? Sehe ich das nicht? This ship can be sold. Ah, sells ship for, okay, null Influence, 5000. Ja komm, für 5000 ist das jetzt unser Flaggschiff wieder. Hast du denn noch irgendwas an schönen Items? Nee, natürlich nicht. Komm, nochmal 5000. Nee, hast nur Bullshit. So, einmal zurück. Wenigstens hat das Piratenschiff nichts mega Geiles gedroppt, sondern nur so ein bisschen was. So, neue Welt. Ah ja, hier kann es auch schon losgehen. So, zack, zack. Und dann können wir hier schon anfangen, Cotton zu produzieren. Und natürlich auch den Rum. Der Rum, der wird jetzt eben essentiell. Den brauchen wir, wie wir es ja eben schon das ein oder andere Mal gesehen haben, jetzt in der neuen Welt dann eben auch als Luxusgut. In der alten Welt, Entschuldigung. Das heißt, da sollten wir jetzt zusehen. Wir brauchen da zum einen eben hier weiteres Holz für. Und dann brauchen wir eine Rumverarbeitung. Das werden wir nochmal hier rearrangen, damit die Rumverarbeitung hier noch schön zwischenpasst. Bauen wir zwei? Bauen wir zwei, oder? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt direkt ausbauen, aber wir bauen die jetzt einfach schon mal quasi präventiv. Werden wir eh brauchen. Und dann machen wir eins, zwei. Und mal schauen, wie viel Platz wir hier jetzt nutzen müssen, werden müssen. Felder brauchen schon gut was. Okay, und unsere zweite Expedition ist jetzt offiziell auch als Expedition unterwegs. Kann jetzt also tatsächlich auch dann mit einzelnen Missionen wiederkommen, alles. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal nur einen Produktionsstrang aus. Produziert ja alles gleich. Oh, und wir haben negative Arbeitskraft hier. Das ist natürlich jetzt schon schlecht. Und ein Schiff, beziehungsweise beide unserer Schiffe hier sind wieder angekommen in der jeweils anderen Welt, also in der alten Welt wieder. Was ist hier für eine Quest? Was einsammeln? Pick up proof. Oh, okay. Picken wir doch mal noch proof ab hier. Okay. Hups, ich weiß nicht ganz, was passiert ist, aber naja, wird schon stimmen. So, hier haben wir natürlich jetzt gut was an unseren Rohstoffen verloren. Richtig viel eingebüßt. Die Hälfte ungefähr jeweils. Müssen wir nochmal zurück und nochmal ein bisschen extra Eisen holen, damit wir die jetzt besiedeln können.
tut ein bisschen weh, aber ist in Ordnung. Oh Mann, ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Ey, geh mir doch nicht auf den Senkel. Ich bin auch eine Fregatte. Und guck mal, nee, das ist ein Clipper, das ist ein Clipper. Der eine Clipper, du fährst weiter. Du sammelst das nur schnell ein. Und sonst hatte ich das überhaupt nicht zu interessieren. Okay, wir drehen jetzt mit der Fregatte aber mal ab. Weil der Clipper, der macht das schon. Das wird schon. So, beziehungsweise wir gehen jetzt hier mal in die Diplomatie und sagen hier, ein Ceasefire für 20.000 können wir eingehen, damit du jetzt mal unsere Schiffe nicht die ganze Zeit abfuckst. Das ist schon in Ordnung. Hätte ich das jetzt eben noch im Kopf gehabt, dass wir das natürlich auch machen können, hätten wir das wahrscheinlich eben schon gemacht, bevor hier unser Schiff zerstört wird, unser gutes. Wo ist denn unser Flaggschiff? Er ist schon fast wieder da, okay. Fast wieder einsatzbereit. So. Clipper ist wieder da. Das hier kannst du ausladen. Das brauchen wir hier definitiv jetzt nicht an Bord. Aber wir laden mal hier nochmal einmal voll. Wir laden noch 4 weitere Eisenbarren ein. Und wir laden einfach mal fleißig noch was an Stein ein. Das können wir uns ja jetzt erlauben. Konnten wir ja eben nicht. Weil da hatten wir einen Platz weniger. Und ihr seid nicht angeschlossen. Ah ja, ja, habe ich eine Straße vergessen. Das ist aber nicht so gut. So. Und rum fängt an. Ich würde sagen, wir bauen. Warum klein denken, ne? Warum klein denken, wenn wir auch groß denken können? Ponchos sollten wir jetzt auf jeden Fall noch produzieren. Sonst werden die sauer. Davon brauchen wir aber, würde ich jetzt wirklich sagen, erstmal, Betonung liegt auf erstmal, nur eine Produktion. Aber die Städte hier unten werden bei mir auch meistens nicht so riesig. Aber ich rede jetzt natürlich auch von Städten, die halt im Vergleich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr klein sind. Im Vergleich zu dem, was sonst noch so geht. Sustain Quest? Da müssen wir aber gleich nochmal nachgucken, was das jetzt genau war. Achso, ist angekommen in einer anderen Region, okay. Hier wollen wir jetzt natürlich auch fleißig was an Baumwolle produzieren, weil das brauchen wir, wie gesagt, noch. Ach du Kacke, das sind ja riesige Felder. Eieiei. Okay, hier müssen wir aber... Wie soll man das denn machen? Das müssen wir alles eigentlich nochmal abreißen. So, wir müssen hiermit anfangen. Wir fangen hier im äußersten Punkt an und ziehen einfach mal so. 143, 144, so. Und jetzt müssen wir quasi unser Feld nach hier ausweiten. Und dann nicht vergessen, immer weiter auszuweiten. So. Und hier hinten machen wir... Okay, das ist natürlich jetzt eine große Produktionsstraße, die wir hier ins Leben rufen. Aber, ne, wir brauchen halt auch dann für unsere späteren Leute. So, naja, du bringst hier weitere Rohstoffe hin, genau, damit wir hier besser bauen können. Wobei das aktuell gar nicht nötig ist. Was bist du? Bist du ein Clipper? Ne, du bist eine Fregatte, okay. Fregatte ist in Ordnung. Clipper wäre auch in Ordnung gewesen. Also nicht, dass es so ist. So, wir haben hier gesiedelt, das reicht auch erstmal wieder, aber wir sind auf jeden Fall fleißig am Expandieren. Wenn wir uns noch eine Insel krallen, dann kriegen wir noch so einen Bonus. Was brauchen wir noch? Was können wir noch gebrauchen? Ich glaube, wir haben hier oben alles, oder? Haben wir einen Erzen? Zink, Kupfer, Kohle, Beton, ja, also mehr Beton? Wäre schon nice, ne? Komm, Clipper, du machst direkt die nächste Tour. Wir krallen uns noch eine Insel. Beziehungsweise, das kann ja eigentlich jetzt auch hier der machen, ne? Läuft hier eigentlich noch alles gut mit der Ernährung? Ich glaube, wir brauchen hier nochmal ein bisschen... Vielleicht so nochmal einen zusätzlichen Fischer oder so. Würde vielleicht nicht gerade dem Ganzen schlecht tun. In der neuen Welt ist in Ordnung. Ich dachte, die hätten uns jetzt... Vielleicht Cap Spoloni weggeholt. Das wäre schade gewesen. Aber hätten wir auch noch verkraftet im Zweifelsfall. Das hätten wir uns... Irgendwann hätten wir es uns geholt. Aber das hilft natürlich... So eine Rieseninsel mit richtig vielen Rohstoffen hilft natürlich auch sehr gut beim...
beim Halten der Bilanz und so weiter und so fort. So, hier haben wir eine Quest. Was hättest du gerne, was... ich soll euch fotografieren. Ja, das ist ja eine süße Idee. So, zack, Foto gemacht. Das ist für euch. Und ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder über der Zeit. Eieiei. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Das macht mir ja super viel Spaß. Vielleicht fahre ich die Parts auch ein bisschen hoch von den Längen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wen haben wir hier gekriegt? Crafting 20. Ordentlich, ordentlich. Und hier mit dem neuen Herren hier in der neuen Welt müssen wir uns auch auf jeden Fall gut halten. So, du kannst das hier wieder ausladen, wobei wir es hier auch überhaupt nicht brauchen. So, das hier ist jetzt wirklich Expansion um jeden Preis. Wir wollen einfach nur den Einflussbonus, deshalb expandieren wir jetzt noch hierhin, zack. Und damit sehen wir jetzt hier, obwohl wir hier nichts gebaut haben, haben wir 50 Bauernarbeitskraft, Arbeiterarbeitskraft, Artisanenarbeitskraft und sogar schon Engineersarbeitskraft. Und das Ganze sehen wir auch in der neuen Welt. Wenn wir hier unten uns die einmal angucken, haben wir jetzt schon Obrero-Arbeitskraft 50, obwohl wir hier noch gar nichts haben aufsteigen lassen. Was natürlich auch nett ist, dass wir uns das Ganze bisher so weit sparen konnten. So eine Kapelle hätten die noch gerne. Die sollten wir denen auch machen. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen sollten, ist eine Feuerwehr. Das haben wir bisher noch gar nicht hier. Eieiei, das ist nicht gut. Ja, wir wollen noch was einhänden. Ich weiß zwar nicht genau was, aber wir haben was dafür gekriegt, was Anständiges. So, das heißt, unser Schiff können wir auch mal wieder in den Haupthafen holen. Ja. Und jetzt merkt ihr, wir haben jetzt hier in der alten Welt irgendwie 4 Inseln, von denen wir jetzt 2 aktiv betreiben, sage ich mal. Die anderen 2 haben wir erstmal nur gesaved. In der neuen Welt haben wir eine Insel. Jetzt kommt gleich noch Cap Trelawney dazu. Also nicht gleich, sondern im nächsten Part. Es bleibt also spannend und wir haben immer wieder was Neues zu entdecken. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Hier haben wir jetzt auch unsere Supplies in der neuen Welt angekommen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt gerne wieder euer Feedback in die Kommentare und was ihr natürlich von der neuen Welt haltet und ob ihr euch auf Cap Trelawney freut. Ich freue mich da ein bisschen drauf, weil man da auch coole Missionen kriegt, in denen man so ein bisschen mit dem Schiff rumtuckern muss und ein bisschen was aus mit einer Tauchglocke ausheben. Werden wir alles in den nächsten Parts sehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.